Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass ich Ihnen heute ein Tool vorstellen kann, das man neben Streamlabs dafür einsetzen kann, virtuelle Konferenzen durchzuführen oder eigentlich eher hybride Konferenzen. Und wie das Ganze funktioniert, möchte ich Ihnen an einem Beispiel zeigen, illustrieren, dass ich hier alleine aufnehme und deswegen keine Hilfe von außen habe. Aber ich hoffe, man kann daran ganz gut erkennen, wie das Ganze funktioniert. Zunächst Manycam, was versteckt sich dahinter? Dazu wechsle ich kurz auf die Browser-Ansicht. Manycam ist ein kommerzielles Tool, das man im Moment relativ preisgünstig erwerben kann. Denn es gibt eine Herbstoffensive und diese Herbstoffensive, wenn man hier auf Lebenszeit umstellt, hat man eine Lifetime-Lizenz für umgerechnet ungefähr 50 Euro. Und damit kann man mit Manycam arbeiten. Manycam ist ein, muss man sich vorstellen, ein Mehrebenenprogramm, mit dem man gleichzeitig streamen und aufnehmen kann. Alles das, was ich bisher weiß, ist, dass es etwas stabiler läuft als das frei verfügbare Streamlabs OBS. Von der Funktionalität her nehmen sich beide nicht sehr viel. Insofern ist Ihnen die Wahl überlassen, mit welchem Tool Sie arbeiten möchten. Ich möchte Ihnen aber heute Manycam vorstellen aus ganz verschiedenen Gründen, denn ich denke, dass man damit eine virtuelle Konferenz aufsetzen kann oder eine hybride Konferenz. Zunächst erstmal zum Ausgangssetting. Stellen Sie sich vor, Sie sind in einem Tagungsraum der Technischen Universität in Dresden, nehmen wir an, mit 20 Personen. Und Sie haben Vorträge in diesem Raum und Sie haben Vortragende und Gäste von außerhalb, die gleichzeitig mit an der Konferenz teilnehmen wollen, mitdiskutieren möchten. Und Sie streamen alle Inhalte live auf eine Videoplattform, zum Beispiel nach YouTube. An Settings vor Ort brauchen Sie dafür folgende Dinge, also an Hardware. Sie brauchen ein Raummikrofon. Ich empfehle die Logitech Group. Sie brauchen eine hochauflösende Kamera. Das kann ebenfalls die Kamera aus Logitech Group sein. Und eine zweite Kamera, sodass Sie Vortragende und Publikum gleichzeitig im Blick haben. Vortragende sollten ein Headset tragen. Und dieses Headset speisen Sie als eigene Tonspur in Manycam ein, genauso wie Sie die Raumaufnahme des Logitech Group Systems einspeisen in Manycam. Nach draußen und mit den Gästen, die vor Ort sind und mit den Vortragenden, ich denke, wir wählen das anders. Können Sie eine Videokonferenz etablieren. Das ist im Moment, das was Sie sehen, ist ein Hangouts Meet. Der funktioniert ähnlich wie, oder Hangouts funktioniert ähnlich wie Zoom. Sie sehen mich jetzt hier in einer verkleinerten Darstellung in eine Logitech Group Connect schauen, Conference Connect schauen und hinter mir, Sie sehen mich vielleicht winken, steht mein Smartphone mit eine Raumkamera. Die Präsentation, die Sie gerade sehen, wird über ein drittes Telefon eingespeist, das nicht hier im Raum ist, um Rückkopplungen zu vermeiden. Das wäre so ein typisches Setting, wie man einen Hangout realisieren kann. Und Sie sehen jetzt schon, wir sind hier mit einer Kamera online. Das heißt, es wäre zu wählen, dass man zwischen Vortragenden und Publikum hin und her schaltet. Also Publikum, das wäre da hinten. Und jetzt ist die entscheidende Frage, wie bekomme ich das in ein ansehnliches Setting? Und dafür kommt Manycam zum Zug. Das blende ich jetzt Ihnen hier ein. Manycam ist eine Software, mit der Sie aufnehmen, streamen und dann in 60 Frames und 1080p gleichzeitig streamen und aufnehmen können. Ich starte jetzt mal hier die Aufnahme und wähle explizit nicht den Stream zu YouTube und gehe hier sofort einmal in die Audio-Settings, um einzustellen, was ich denn eigentlich aufnehmen möchte, nämlich einmal
hätte ich gern den Systemsound aufgenommen auf diesem Video. Und ich hätte nicht mein Mikrofon hier aufgenommen, sondern ich hätte gern das Samsung, den Samsung Wireless Receiver. Obwohl, wir können das jetzt eigentlich mal so machen, dass wir die Connect-Cam dieses Video aufzeichnen lassen, sodass Sie sehen, dass ich sie hier nicht hinters Licht führe. Also das heißt, die Aufnahme, die Sie jetzt gerade hören, wird über Samsung geregelt. Die Aufnahme, die ich jetzt mit ManyCam mache, läuft über die Conference Connect Cam, mit der ich gleichzeitig auch im Stream bei Hangouts bin. Da bin ich. Genau. So, jetzt die entscheidende Frage, wie können Sie das alles so managen, dass daraus ein gut aussehender Stream wird, der Richtung YouTube geht. Das, was Sie jetzt hier sehen, die Präsentation, ist die, die ich hier ganz am Anfang verwendet habe, zum Beispiel als Titelscreen. Sie kennen sie aus der digitalen Lehre. Das heißt, die kann ich aus dem Vorlesungsraum oder aus dem Vortragsraum direkt nach YouTube streamen. Und zwar so, wenn ich selbst präsentiere, dass es auch im Hangout selbst zu sehen ist. Im Hangout haben wir aber gerade eine andere Präsentation und dazu blende ich den Browser noch einmal kurz ein. Das ist also die Browseransicht des Hangouts, in der sowohl die Gäste präsent sind, als auch Vortragenden und Mitdiskutanten. Und einer der Vortragenden auswärts, zum Beispiel derjenige, der hier nur im Rücken zu sehen ist, zeigt gerade eine Präsentation. Das Kachelsystem bei Hangouts ist festgelegt, das heißt, wir haben fest angelegte Bildschirmbereiche und es gibt dann auch die Möglichkeit, dieses Layout zu ändern und hier ein Kachelsystem einzustellen, bei dem Sie einstellen können, und das ist neu, das war bis vor wenigen Tagen noch nicht möglich, wie viele Kacheln gleichzeitig zu sehen sein sollen. Ganz kurz versuchte ich das jetzt, können wir bis zu 49 Kacheln realisieren. Das möchte ich aber überhaupt nicht, ist dann für die Diskussion aber zum Beispiel äußerst sinnvoll. Gut, an der Situation wird sich jetzt erstmal nichts ändern. Ich bin hier, da draußen sitzt ein Gast und der präsentiert eine Folie, die man im Vortragsraum selbst nicht sehen kann. Schauen wir mal zurück nach ManyCam, wie das Ganze hier aussieht. Und dafür müssen Sie wissen, dass es sich hier um ein Mehrebenen- und Layer-Programm handelt, mit dem Sie ganz unterschiedliche Einstellungen vornehmen können. Ich kontrolliere noch mal kurz den Sound, dass der Sound da ist. Ja, wunderbar. Und möchte Ihnen mal ganz kurz zeigen, wie Sie so einen Stream realisieren können, nämlich indem Sie von oben her denken in verschiedenen Schichten und dann eine entsprechende Aufnahme realisieren. Vielleicht ganz kurz. Das wäre jetzt, Moment. Beginnen möchte ich dafür hier mit diesem ersten Layer, nämlich einem Hintergrundbild, das Sie einsetzen können, um einen Stream anzumoderieren. Und hier vielleicht ganz kurz können Sie ziemlich komfortabel, wie ich finde. Eine Botschaft einblenden, die dann in den Stream geht. Währenddessen haben Sie die Möglichkeit, während diese Folie aufgeblendet ist, haben Sie die Möglichkeit, die anderen Layer zu organisieren. Jetzt sehen Sie vielleicht, dass hier jetzt diese, jetzt kommt es mir vor allen Dingen darauf an, dass ich die Aufnahmen von anderen Sprechern realisieren möchte. Und das wiederum kann ich in diesen einzelnen Bereichen tun. Also das heißt, Sie sehen hier, das ist ein, das kann ich als Blank einstellen, als Google Meet oder als Präsentation. Mir wird es darauf ankommen, dass ich jetzt hier die Google Meet Präsentation sehen will. Die habe ich schon als Bild zugeschnitten. Weiterhin ist wichtig, Google Meet, das wäre dieses, das Bild des Sprechers. Und darunter sehen Sie das Bild des Publikums. Ja? Ich habe jetzt noch mal gerade kurz gewunken. Ich würde jetzt mal diesen ersten Layer ausstellen und auf die Standard 16:9 Ansicht schalten. Dazu muss ich aber allerdings erst diese Videobotschaft abschalten. Das mache ich jetzt. Dann gehe ich auf den Layer, stelle hier ganz entspannt auf 16:9 um und sehe dann folgende Bereiche, nämlich
das Sprechervideo aus Hangouts Meet, da bin ich. Ich sehe darunter den Sprecher, der vorstellt, und ich sehe seine Präsentation, die er im Hangouts Meet realisiert. Achtung, ich schalte nochmal auf Hangouts Meet um, wie da die Lage im Moment ist. Und Sie sehen, das sind Bildbereiche, die ich aus Hangouts Meet direkt nach Manicam transferiere, ohne dass mir das sonderlich wehtut. Ich zeige jetzt nochmal ganz kurz die einzelnen Layer-Bereiche. Das heißt, hier können Sie die Layer an- und ausschalten mit Blankfiles. Nochmal, das wäre die Präsentation in Hangouts Meet. Und jetzt, ups, das habe ich schon ausgemacht, das wäre meine Präsentation vor Ort, die ich benutze. Und nochmal umgeschaltet nach Google Meet. Und dann können Sie natürlich an den Bereichen, das will ich Ihnen jetzt ganz kurz noch zeigen, da natürlich auch neue Layer hinzufügen. Und da würde ich jetzt mal versuchen, eine Webcam einzustellen. Mal sehen, ob das funktioniert. Kann ich nicht benutzen, weil ich sie gerade für die Aufnahme hier in Streamlabs OBS benutze. Aber dann schalte ich noch mal ganz kurz um auf diese Kamera. So, das ist im Wesentlichen das Geheimnis. Das heißt, es ist ein Mehrebenenprogramm. Und in dem letzten Layer, den Sie hier ganz unten sehen, und das wird eine Besonderheit sein, würde ich ganz gern Telegram integrieren als Chat. Und auch das zeige ich Ihnen jetzt nochmal live, damit Sie sehen, wie man das realisieren kann. Und dazu muss ich kurz die Gruppe zur Konstruktionsgrammatik suchen, denn das ist die, die uns schlussendlich interessiert hier in diesem Zusammenhang. Und führe Ihnen das jetzt einmal ganz kurz vor, am Beispiel, nämlich ich würde hier einen neuen Layer installieren, würde hier eine App wählen, das wäre in dem Fall Telegram, und dann wird Telegram aufgeblendet, und um das jetzt noch entsprechend zuzuschneiden, wir wollen ja nicht alles aus der App sehen, würde ich jetzt hier noch ein Crop realisieren, also einen Zuschnitt. Ja, das ist meine Uhr, Entschuldigung. Und jetzt hätten wir hier noch einen Telegram-Chat, den wir beliebig verwenden könnten. Und ich würde jetzt wieder die Standardmaske für 16:9 drüberlegen und könnte dann hier entsprechend das noch anpassen, sodass der Chat entsprechend in das Fenster passt oder eben nicht. So, jetzt haben wir das ganz schön realisiert. So können wir es doch, glaube ich, erstmal lassen für den ersten Zugang. Sie sehen also, wenn ich jetzt zurückstelle auf Manicam, dass man hier in diesem unteren Bereich dieses Telegram-Fenster sieht und dann umstellen kann, ob man den Chat einblenden will oder nicht. Oder man stellt halt eben entsprechend ein, dass man noch ein zusätzliches Desktop-Window installieren möchte. Und ich mache jetzt mal spaßenshalber Streamlabs OBS. Und jetzt sehen Sie hier nur den Einstellungsbildschirm. Also manchmal funktioniert die App-Aufnahme eben auch nicht so, wie man sich das vorstellt. Aber wir machen jetzt mal, wir probieren mal was ganz anderes aus. Wir nehmen mal den Fullscreen. Also das wäre jetzt mein ganzer Bildschirm, den ich hier einstelle. Und Sie sehen hier den Telegram-Chat und die Präsentation mit Hangouts. So, das schalte ich jetzt aber wieder ab, lasse es blank. Und wenn Sie dann den Vortrag beendet haben, können Sie die Kameras entweder umstellen, neu justieren, die Conference Connect können Sie drehen. Ja, also es reicht theoretisch eine Kamera im Raum, um zwischen Publikum und Sprecher hin und her zu drehen. Also da kann man sich mit einem Stativ das Leben sehr, sehr einfach machen. Und schlussendlich haben Sie damit auch eine Möglichkeit, eine tolle Präsentation zu realisieren, die für hybride und virtuelle Tagungsformate großartigst geeignet ist. Jetzt
würde ich ganz gern, das zeige ich Ihnen, diesen Vortrag abmoderieren, mich bedanken für den Vortragenden. Das spannende Thema digitales Herrenhut, absolut großartig. Würde die Kameras wegschalten, den Pausenscreen einblenden, den Untertitel wieder einblenden. Moment, jetzt können wir das mal korrigieren. Können Sie auch eine Menge anlegen. Pause. So. Und dann beenden Sie einfach die Aufnahme. So. Das war das Stichwort Manycam. Manycam, ähnlich wie Streamlabs, OBS, um das noch einmal zu sagen, großartig geeignet, um unterschiedlichste Formate ineinander zu bringen und miteinander und zueinander zu bringen. Und so ist es möglich, virtuelle Konferenzen und hybride Konferenzen mit einem Tool von einem Rechner aus, das heißt mit einer Konferenz, Zoom oder Hangouts, und einem Videoschnitt-Tool, Manycam oder Streamlabs OBS, direkt zu YouTube zu schießen oder zumindest erstmal aufzunehmen und dann zeitversetzt zu veröffentlichen. Der Reiz besteht aber natürlich darin, dass man dann sagt, dass das Publikum von außen in einer öffentlichen Telegram-Gruppe mitdiskutieren kann, ohne selbst im Hangout präsent zu sein. Obwohl, das können Sie natürlich auch zulassen. Ich hoffe, dass Ihnen dieses kurze Tutorial jetzt erstmal einen guten Einblick gegeben hat in das Tool und wie man so eine virtuellen und hybriden Konferenzen aufsetzen kann mit diesem Tool. Und natürlich sind Sie nicht auf Hangouts, Meet, Zoom festgelegt. Sie können das Ganze auch mit BigBlueButton oder mit GoToMeeting oder GoToWebinar realisieren. Allerdings, wenn Sie nicht den Stream oder Direktveröffentlichung planen, ist dieses Tool zu mächtig. Das heißt, wenn es darum geht, dass Sie einfach eine Konferenz dokumentieren möchten, dann reicht bisweilen auch aus, wenn Sie einfach diese Konferenz aufzeichnen und 2-3 Videoschnipsel davor schneiden. Allerdings für ein Live-Format ist das die beste Umgebung neben Streamlabs OBS. Allerdings glaube ich, dass bin ich der Auffassung, dass Manycam sehr viel ressourcenschonender und stabiler läuft. In diesem Sinne bin ich ganz herzlich hier, Alexander Lasch, und es würde mich freuen, wenn Sie das Ganze ausprobieren und für Ihre Konferenzen einsetzen. Wir werden es auf alle Fälle tun, und zwar auf der Konstruktionsgrammatik 2020 vom 19. bis 20. November in Dresden. Und wenn Sie mögen, sind Sie herzlich eingeladen, dann dem Livestream auf meinem YouTube-Kanal zu folgen. Und ich hoffe, dass das Tool oder dieses Setting Nachahmerinnen und Nachahmer findet und als Anregung dient, um nicht nur die Lehre in den digitalen Raum zu bringen, sondern auch um Forschung und Forschungsaustausch mit jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. In diesem Sinne, einen schönen Sonntag noch, Ihr Alexander Lasch.